Oh shit. Hinlegen. Jetzt. Friss die Kugel. Magst du doch. Nein. Nein. Jetzt. Bob. Haben wir da noch einen, der noch eine Kugel im Kopf will? Und da haben wir noch einen. Da noch eine. Großartig. Los geht's. Da noch eine. Geht doch. Noch eine Position. Ich muss mich beeilen. Wie viele Kopfschüsse habe ich denn schon gemacht? 10, 14. Nee, 13. Wo denn? Speichern. Ach, Scheiße. Also kann ich doch theoretisch da oben bleiben, oder nicht? Was hat der sich dahinter gerade weggeduckt? Sie kriegt er gerade hin mit Zielen. Ich finde gerade sehr schön. Zwar nicht andauernd mit einer Kugelkamera, aber trifft die unterwegs. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, Sukhariev schickt sich direkt in die Hölle. Gucken. 10, 20 Kopfschüsse. Und Mission geschafft. Das war doch mal eine coole Mission. Und weiter geht's. So, Aufgabe. Die mutige Rote Armee wurde fast zum Wolga-Ufer geschoben. Die Nazis beginnen schon den Sieg zu feiern. Unsere Geheimdienste benachrichtigten, dass an der ersten Frontlinie selbst der General Fritz von Hof, der Kriegsverbrecher, erscheinen sollte. Auf Stalins direkte Empfehlung hin soll man sofort den deutschen Führer beseitigen. Sein Tod entkräftet des Kampfgeist des Feindes und zeigt allen, dass obwohl Stalingrad in Schutt und Asche liegt, wurde er noch nicht erobert. Mein Auftrag, beseitige den General Fritz von Hof. Okay. Ein General. Dann wird der bestimmt viel Schutz bei sich tragen. Sehr viel Schutz. Außerdem, ich hatte doch einen Typ am Anfang. Einen Kompan. Wieso hat der nichts gemacht? Nee. Ja, mal gucken. Wann ich das Spiel durch habe. Vielleicht ist es jetzt denn nach dieser Mission schon vorbei. Keine Ahnung. Weil das hört sich schon so an. Als wenn das fast der letzte Auftrag wäre.
Ja, und dann beginne ich Ding. Command and Conquer Renegade. Werden auch erstmal wieder ein paar Testaufnahmen, weil ich hole mir am Montag ein neues Headset. Ich habe das ja mal bloß von meinem Kumpel. Der möchte es auch mal wieder zurückhaben. Ja. Dann werde ich mal gucken, wie ich da alles einstellen muss, dass ihr meine Stimme gut hört. Dann werde ich ein paar Testaufnahmen davon machen, von Renegade. Und hoffen, dass auch alles dann gut läuft. Als nächstes Projekt danach würde ich sagen Wolfschanze. Ist ein altes Spiel. Werde ich danach wohl anfangen oder vielleicht parallel laufen lassen. So, Missionsziele. Machen Sie die zwei Deutschen unschädlich. Explosion verdecken Ihre Schussgeräusche. Gute Arbeit. Okay, wo muss ich jetzt hin? Neues Missionsziel. Gehen Sie am Brunnen am Platze Schussposition. Wo ist das? Aha. Mal Leiter runterklettern liefern. Wohl, weil ich vorhin, wo ich die Mission nochmal neu spielen musste. Beim Runterspringen von kleinen Absatz stürme. Das war nicht lustig. Okay. Hoffentlich nicht so viel Widerstand. Kurz mal zu speichern. Na, egal, was ist das denn? Karte? Kann ich hier abkürzen? Oh shit. Und Mine oder Granate? Ich könnte doch außen rumlaufen. Wenn ich nachher bestimmt flüchten muss, nicht so viel Probleme mit den ganzen Widerstand. Ein ideales Gebiet für einen Scharfschützen. Ich muss vorsichtig sein. Safen. Da hat mich die Granate schon vollmilch angelächelt. Na, scheiße, ich bin nicht schnell genug. Und weglaufen. Und hoffentlich nicht sterben. Safe. So, der kriegt eine Kugel. Alt, falsche Taste. Da ist der andere Typ. Der kriegt ebenfalls eine Kugel. Mean. Okay. Ah, nicht bei mir. So, nochmal. Safe.
okay. Ich hätte doch erstmal gucken sollen, ob dann Scharfschütze ist. Nee, das ist ein Baum. Das ist bloß ein Stückchen Baum. Da oben steht der. Jupp. So, der kriegt noch eine. Du kriegst noch eine Kugel. Einmal saven. Ich habe keine Lust, den ganzen Kram nochmal zu spielen. Gott, bei dir tot. Oh, speichern. Hä? Gut zu wissen. Dass da plötzlich zwei auftauchen, ey. Wir sollen das schon wieder an, ey. Oh, falsche Taste. So. Beobachtungsposten.